Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Vielleicht kennst du das auch, dass du irgendwie motivationslos bist oder vielleicht irgendwie denkst, ich habe gar keine Lebensfreude mehr. Vielleicht hast du auch ganz oft das Gefühl irgendwie, dass du schlapp und müde bist und gar nicht weißt, woher das kommt und du tust doch eigentlich alles, aber irgendwie doch. Und hast du das Gefühl, naja, das irgendwie zur Zeit. Und das kann sein, dass es auch schon ein halbes Jahr ist oder ein Jahr. Und es kann natürlich ganz viele Gründe haben, aber es kann auch vielleicht diesen Grund haben, worüber wir uns heute unterhalten. Bei ganz vielen Menschen hat das ganz oft auch diese Auswirkungen. Ich habe nämlich heute eine Expertin eingeladen und ich freue mich riesig darüber, weil wir werden uns ein bisschen über die Ernährung unterhalten, wir werden uns über den Darm unterhalten, auch über die Leber und welche Auswirkungen das hat. Woran merke ich eigentlich, ob meine Leber nicht gut funktioniert oder ob mein Darm vielleicht nicht so toll ist? Wie kann ich denn das eigentlich spüren und merken? Und mein heutiger Gast ist eine ganzheitliche Ernährungscoaching. Was das ist, wollen wir auch gleich noch natürlich noch wissen. Also erstmal herzlich willkommen, Rafaela Vázquez-López. Ich freue mich. Vielen, vielen Dank, lieber Pierre. Ich freue mich, heute hier dabei zu sein und über dieses Thema, was ja immer noch oft oder sehr, sehr oft tabuisiert wird, zu sprechen. Genau, ich arbeite als ganzheitlicher Ernährungscoach oder auch Darmcoach. Mein Name ist Raffaela, ich bin 36 Jahre alt, mache das Ganze schon sehr, sehr lange und bin so früh zu dem Thema gekommen, weil ich selbst drei Autoimmunerkrankungen habe. Habe die erste schon mit 6 Jahren diagnostiziert bekommen. Das ist eine Hashimoto, kennt vielleicht viele, die auch gerade zuschauen oder sich das Ganze anschauen. Und es kamen noch zwei weitere Autoimmunerkrankungen dazu. Ich musste im Laufe dessen sehr viele Medikamente einnehmen, die dann zu Darmproblemen geführt haben. Und das war so der Punkt, wo ich gemerkt habe, welche Herausforderungen es mit sich bringt, mit Darmproblemen zu leben. Denn, naja, ich hatte drei Autoimmunerkrankungen oder ich habe sie auch noch. Und das war natürlich auf der einen Seite auch sehr schmerzhaft, oder eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Aber auf der anderen Seite waren die Darmprobleme. Und mein Empfinden war, dass das noch viel, viel schlimmer war. Und das muss man erstmal so sagen. Und ich kann das frei sagen, weil ich diese Autoimmunerkrankung habe. Aber viele denken sich jetzt vielleicht, hey, also du willst mir doch nicht sagen, dass deine Darmprobleme schlimmer waren als deine drei Autoimmunerkrankungen. Doch. Denn im Zuge dessen kamen Panikattacken, Angststörungen dazu und ja auch einfach dieses Gefühl, gar nicht mehr sich frei entfalten zu können. So bin ich zu dem Thema gekommen. Ich habe dann einen ganzheitlichen Weg eingeschlagen, nachdem ich schulmedizinisch zu Beginn betreut wurde. Und hier kommen wir auch schon zu dem Thema, was bedeutet denn ganzheitlich oder auch holistisch? Letztendlich, also meine Auffassung jetzt auch als Coach ist diese, dass ganzheitlich bedeutet, dass der Körper eben als Ganzes gesehen wird. Also, dass man eben versteht, dass der Darm eben auch Auswirkungen auf die Psyche haben kann beispielsweise. Oder dass die Leber Auswirkungen auf ganz viele Prozesse im Körper haben kann. Aber auch, dass wir uns auf Ursachenforschung begeben. Das ist so mein persönlicher Ansatz oder das, was sich für mich hinter dem Wort verbirgt. Also wir kennen das heutzutage, wenn wir Schmerzen haben, bekommen wir vielleicht ein Schmerzmittel. Und natürlich gibt es nicht nur die synthetischen Varianten, sondern auch natürliche. Aber ich bin kein Freund von Symptombekämpfung, sondern das Aufarbeiten der Ursachen, um wirklich nachhaltig Ergebnisse zu erzielen. Und das ist so ein bisschen, ja, meine Geschichte jetzt erst einmal und mein Ansatz, oder wie ich persönlich ganzheitlich verstehe für mich. Ja, super, super, vielen Dank. Ja, es ist ja immer so, dass wir ja uns für Dinge erstmal interessieren, die uns betreffen. Und daraus entsteht dann ein Wissen und plötzlich stellen wir fest, es geht ja ganz vielen so, ich bin gar nicht alleine. Und ganz, ganz viele Menschen haben gar keine Hilfe oder wissen gar nicht, wo sie hin sollen oder wollen. Und plötzlich fangen wir an, darüber zu erzählen und zu berichten und plötzlich weitet sich das aus und plötzlich stellen wir fest, oh, ich kann ja ganz vielen Menschen helfen, ich kann ja ganz viele Menschen begleiten. Und ganz oft stellen wir dann fest, dass tatsächlich die eigene Geschichte ganz wesentlich war, damit wir vielleicht auch die eigene Sinnhaftigkeit in unserem Leben finden. Aber ganz kurz zuvor, weil wir vielleicht auch ganz viel voraussetzen, Immunsystem kennen wir alle, Immunerkrankungen kennen wir vielleicht auch, Autoimmunerkrankungen, vielleicht magst du noch zwei, drei Worte dazu sagen. Ja, also heutzutage, wenn man jemanden fragt und sagt, hey, was wünschst du dir bezüglich deines Immunsystems, dann würden wir alle sagen, ich wünsche mir, dass mein Immunsystem so richtig, richtig stark
ist, wie ein Superheld oder eine Superheldin. Ich möchte, dass der wirklich, dass das Immunsystem ganz viel Power hat. Und das ist ein Wunsch, der eigentlich total verkehrt ist. Denn das, was wir möchten, ist, dass unser Immunsystem in Balance ist. Und das, was passiert, wenn man eine Autoimmunerkrankung hat, ist, dass das Immunsystem sehr, sehr stark ist und überreagiert und sich deswegen gegen den eigenen Körper richtet. Kann im Bereich der Gelenke sein, kann im Bereich der Gefäße sein oder der Schilddrüse und fängt eben an, zum Beispiel das Schilddrüsengewebe zu zerstören, sodass sie nicht mehr richtig funktionieren kann, weil es etwas gänzlich falsch versteht. Also wir kennen ja heutzutage oft, also eigentlich bei den meisten Autoimmunerkrankungen gar nicht die Ursache. Das heißt, laut der Medizin hat man eigentlich gar keinen Ansatz, warum so eine Autoimmunerkrankung entsteht. Man geht davon aus, okay, manchmal gibt es genetische Dispositionen, kann es aber auch nicht immer hundertprozentig zuordnen. Und oftmals geht man schon davon aus, dass Autoimmunerkrankungen entstehen durch ja einfach mentale, emotionale Herausforderungen. Das ist zum Beispiel etwas, was viele Menschen, die Autoimmunerkrankungen haben, gemeinsam haben oder auch so ein bisschen ja, Charakterzüge. Das sind aber alles nur Dinge, die ich im Alltag sehe, erkenne oder die, mit denen ich, ja, wo ich mit anderen merke, okay, da haben wir eine Gemeinsamkeit und das sind Autoimmunerkrankungen. Also das Immunsystem ist sehr, sehr stark, aber richtet sich gegen den eigenen Körper. Genau, super, super erklärt. Und wenn wir uns ja heute ein bisschen über den Darm unterhalten, du hast schon so gesagt, das ist auch so ein Tabuthema, da redet man nicht gerne über die Verdauung. Und wir wissen aber ja schon längst, dass der Darm eine ganz wesentliche, große Rolle in unserem ganzen Gesundheitssystem hat. Und da ist natürlich die erste Frage, warum ist es eigentlich so, dass unser Darmsystem gefühlt eigentlich immer schlechter wird für uns zeitlich gesehen. Was machen wir falsch? Das ist wahrscheinlich eine ganz große Frage, die kann man so mit ein paar Sätzen gar nicht beantworten, ganz naiv. Und natürlich anschließend, was können wir denn besser und richtiger machen? Aber lass uns erst mal überlegen, wie, darüber reden, wie entsteht das eigentlich, dass unser Darm mehr oder weniger immer mehr sagt, halt, das ist falsch und das möchte ich auch nicht und das wird auch zu viel. Ja, also mit was fängt es an? Es fängt damit an, dass wir heutzutage natürlich ganz andere Herausforderungen haben. Fängt an mit den Böden, die einfach nährstoffärmer werden, Lebensmittel, die in der Menge eigentlich nicht konsumiert werden können. Also die Menge, die wir an Gemüsesorten essen müssten, damit wir uns wirklich mit allem an Vitaminen und Nährstoffen versorgen, ist sehr, sehr hoch. Das ist so in dem Alltag auch schwierig unterzubringen. Es fängt damit an oder es ist damit losgegangen, dass einfach Pestizide, unterschiedliche Schwermetallbelastungen, Klimaveränderungen, das hat alles Auswirkungen auf unseren Körper als Beispiel. Und ich will da gar nicht Angst machen, aber ich finde das wichtig, dass man das mal gehört hat, weil wir oft denken, okay, dann baue ich mir mein Nest, meine Höhle und mache zu Hause alles perfekt, dass es hier komplett 100% gesund ist und das ist etwas, was nicht funktionieren kann. Allein die Wandfarbe, die Tapete, die Möbel, auf denen wir sitzen, die vielleicht mit bestimmten Stoffen lasiert sind, Textilien, die wir anfassen, die mit Antipilzmitteln besprüht sind, die bevor sie in den Laden kommen, auch nochmal gewaschen werden, aber trotzdem natürlich nicht komplett rein sind. Das sind alles so neue Herausforderungen, die wir haben, die unser Immunsystem extrem belasten und damit auch unseren Darm, weil ein großer Teil des Immunsystems ja in unserem Darm steckt. Und das sind so die Herausforderungen und natürlich geben wir das auch weiter. Also ein Teil des Darmmikrobioms wird quasi von der Mama ans Baby weitergegeben. Das heißt, haben wir selbst schon Darmprobleme, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass das Darmmikrobiom des Kindes dann auch nicht so zu 100% perfekt auf die Welt kommt, wenn man das so sagen kann. Das heißt, wir geben das natürlich auch über Generationen weiter und unser Immunsystem ist aber heutzutage mit so vielen Faktoren mehr belastet, als das mal vor vielen, vielen Jahren so der Fall war. Genau, also unsere Umwelt und unser Umfeld wird eigentlich immer menschenfeindlicher, wenn man das so betrachtet. Und das stimmt ja, das spüren wir alle, das sehen wir ja auch alle. Und wir sehen ja auch immer, wie auch inzwischen auch Kinderspielzeug belastet ist und, und. Das kommt ja immer mehr jetzt auch in unser Bewusstsein. Natürlich haben wir dann die große Sorge, oh, was mache ich denn? Wie kann ich mich denn überhaupt davor schützen? Was kann ich überhaupt was tun, wenn das so ist?
Und das ist natürlich die allererste Frage. Gibt es denn so etwas wie eine gesunde Ernährung heute überhaupt noch, wenn es so schwer ist, an wirklich an keine denaturierten Lebensmittel zu bekommen? Ja, also gesund ist natürlich immer total individuell zu betrachten. Es gibt einfach Menschen, die haben schon bestimmte Intoleranzen und müssen sich einfach ja, an bestimmte ja, Pläne halten, die natürlich dann, wenn es dem Darm Stück für Stück besser geht, auch so ein bisschen aufgebrochen werden können. Eine ausgewogene Ernährung über die wirklich nur Lebensmittel zu erreichen, ist meiner Meinung nach sehr, sehr herausfordernd. Also bedeutet, dass man sehr viel Zeit da investieren muss tagtäglich. Und das kann oftmals auch dazu führen, dass wir uns damit total belasten, überlasten, zu viel Energie dafür geben. Das heißt, wenn ich mir anschaue, in welche Richtung es oft geht, man kennt das, man informiert sich über Google oder Social Media und sieht unterschiedliche Coaches, die sagen, hey, back das Brot selbst, benutzt kein Backpapier mehr, achte darauf, dass das ganze Küchenbesteck clean ist, dass die Pfannen keine Beschichtung haben, achte darauf, dass das nicht da ist zu Hause, das nicht da ist, benutze diese Mehle und das muss bio sein. Das führt dazu, dass viele Menschen davon so getriggert werden, dass sie gar nicht mehr wissen, was sie machen sollen und sie das wahnsinnig herausfordert. Ich selbst lebe da in einem großen Kompromiss. Das heißt, ich versuche natürlich, mich sehr auf Gemüse zu fokussieren, und habe natürlich ganz viele Dinge, die ich in meinen Alltag integriere. Aber tatsächlich bin ich niemand, der versucht, das zu 100% zu erreichen, weil ich auch merke, das stresst am Ende mehr. Das heißt, meine Empfehlung dazu ist, wirklich mit kleinen Schritten erstmal zu beginnen. Und da ist mein Tipp, sich immer auf Gemüse zu fokussieren, zu schauen, was esse ich denn eigentlich so tagtäglich oder sagen wir mal in der Woche, wie viele Gemüsesorten integriere ich denn? Sind es wirklich nur Tomaten, Gurken und Karotte? Oder habe ich mal, wann habe ich das letzte Mal eine Aubergine gegessen? Wann habe ich das letzte Mal vielleicht auch mal, was Obst angeht, mich herausgetraut, mehr als nur den Apfel zu essen? Damit fängt es schon an. Das sind super kleine Schritte. Und jetzt denkt sich jeder, um Gottes Willen, also ich kenne ja Gemüse und Obst, aber ich lerne natürlich immer mehr Menschen kennen, die sagen, ja, das sind so meine Basics, die ich so esse. Und ich merke schon, ja, Zwiebel vertrage ich nicht so gut und Knoblauch vertrage ich nicht so gut, deswegen ist das jetzt nicht auf meinem Speiseplan. Und da fängt es schon an, also da wirklich achtsam zu sein, wenn man merkt, es gibt einfach bestimmte Gemüsesorten oder auch Obstsorten, die man nicht verträgt, dann tendiert man dazu, sie rauszunehmen. Das ist aber gar nicht der richtige Weg. Also damit fängt es an zu schauen, wie viel verträgt mein Körper, wie viel lässt dazu, kann ich mich wirklich frei ernähren und wirklich viel Variation reinbringen. Und wenn nicht, dann startet man damit und schaut, wie weit man gehen kann. Das ist so der erste Weg, die Ballaststoffe zu erhöhen. Und dann geht es in Richtung Proteine. Wenn ich keine tierischen Proteine zu mir nehmen möchte, wie kann ich das ersetzen? Ist es wirklich so, dass ich dann unendlich viele Hülsenfrüchte, Kichererbsen essen muss, die ich aber eigentlich gar nicht vertrage, weil mein Magen und mein Darm rebelliert? Oder gibt es da vielleicht auch noch andere Varianten? Das heißt, man fängt wirklich erstmal beim Einmaleins an. Und wir denken aber oftmals heutzutage viel zu weit und denken, okay, welche Supplements muss ich da haben? Muss ich Kollagen zu Hause haben? Muss ich Flohsamenschalen zu Hause haben? Muss ich vielleicht auch meinen Körper jetzt direkt entgiften und irgendwelche Kuren machen und den Darmaufbau machen? Wir denken da immer schon sehr, sehr weit und fangen gar nicht bei den Basics an. Ja, absolut. Ich meine, letztendlich diese Informationsflut führt ja auch zur Überforderung und zu Stress. Du hast es ja super beschrieben. Und dass wir am Schluss dann gar nichts mehr machen, weil es einfach Richtig. zu viel wird. Man ist dann auch so, nee, das mag, dann fange ich jetzt gar nicht an. So. Und aber du hast schon mal, es ist gerade ein super Tipp gegeben. Denn ja, so ist das menschliche Verhalten. Wir hassen Entscheidungen und deswegen, wenn wir in den Supermarkt gehen, holen wir immer das Gleiche. Ja, das kenne ich, das auch und das auch. Und deswegen liegt dann bei uns tatsächlich auch auf der Kücheninsel immer das Gleiche. Und deswegen ein super Tipp, sich mal aufzuschreiben, was esse ich eigentlich normalerweise an Obst und Gemüse und mal einfach mal zu schauen, was esse ich denn nicht und da mal so eine Liste zu machen und zu sagen, dann lasse ich das mal einfließen. Denn ganz oft ist es so, dass ja viele Dinge, die uns erstmal nicht schmecken, vielleicht beim zweiten, dritten, vierten, fünften Mal dann doch schmecken oder es sich das im Laufe der Jahre geändert hat. Und wir denken immer noch, nee, das mag ich ja gar nicht. Bei mir ist es auch so. Ich mochte lange Zeit Spinat überhaupt nicht. Inzwischen mag ich ihn total gerne. Also deswegen sollte man das immer wieder mal ausprobieren. Aber
Was mich mal interessieren würde, bevor wir noch stärker einsteigen, was man tun sollte und tun kann, ist, wie merke ich denn selber, wenn mit meinem Darm irgendetwas nicht stimmt? Also gibt es da so Symptome oder Auswirkungen, die ich einfach an mir selber bemerken könnte, wo ich sagen kann, vielleicht kann das, da stimmt irgendwas nicht. Das, was ich meine Kundinnen oder Kunden so mit als erstes frage, ist, wann haben deine Probleme begonnen? Wann ging es los? Und das, was ich oft gesagt bekomme oder die Antwort darauf lautet, so richtig schlimm wurde es vor 2, 3 oder 5 Jahren. Da wurde es so richtig schlimm. Und dann sage ich immer nein. Das ist nicht das, was ich dich gefragt habe, sondern wann ging es los? Und das ist das Problem beim Darm. Das heißt, es geht mit Beschwerden los, die vielleicht mal ein, zweimal in der Woche auftreten. Denkt man sich, okay, kann ja normal sein. Und irgendwann hat man mal so eine ganze Woche, wo man denkt, boah, also jetzt ging es mir aber richtig schlecht. War das ein Infekt oder was war das? Dann ist das mal wieder 8 Wochen weg. Aber wenn man mal reflektiert, bemerkt man, dass das dann zu diesem Zeitpunkt sich immer wiederholt hat. Mal 2 Tage, mal 3 Tage, mal eine Woche, mal 2 Wochen nicht, mal 3 Wochen nicht. Und das ist der Beginn. Das heißt, da ist es wirklich wichtig, achtsam zu sein. Ja, mal einen Blähbauch zu haben oder ja, mal eine stressige Phase zu haben, wo der Stuhlgang vielleicht nicht optimal ist. Das ist normal. Aber was sich immer wieder zeigt, ist, dass sich diese Herausforderungen häufen und dass man die aber so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Und dann, wenn der Moment eintritt und das passiert, der Körper wird ganz, ganz lange für ihn arbeiten und ganz lange dafür sorgen und wirklich alles an Kraft auftreiben, damit wir es nicht bemerken und dafür sorgen, dass wir noch ein gutes, beschwerdefreies Leben führen. Aber dann kommt dieser Punkt, wo das Ganze kippt, wo der Körper einfach nicht mehr kann und wo man merkt, boah, jetzt ist es ja schlimm. Also jetzt geht es mir nicht gut. Und das ist meistens die Antwort, die ich dann bekomme. Also vor 2, 3 Jahren wurde es richtig schlimm. Aber eigentlich liegt das Ganze schon weit in der Vergangenheit. Das heißt, da einfach achtsam sein. Was dabei hilft, ist, dass man sich einfach bewusst ist, wie sollte denn eigentlich so mein Stuhlgang aussehen? Das heißt, eigentlich haben wir eine total einfache und simple Möglichkeit herauszufinden, ob der Stoffwechsel ordentlich läuft. Bedeutet, es ist ganz wichtig, dass man täglich Stuhlgang hat. Und es ist ganz wichtig, dass man vielleicht, und da gibt es eine Skala für, nennt sich Bristol Stool Chart oder Bristol Stuhl Skala. Da kann man wirklich schauen, okay, was ist denn so, wie sollte das Ganze geformt sein? Ist es Verstopfung, ist es Durchfall? Also so kann man es wirklich einordnen. Oftmals, und das denken ganz viele Menschen noch, die denken, es ist okay, weil das quasi so, ja, alte Informationen sind, die sich immer noch ja, durchsetzen, dass es okay wäre, wirklich nur jeden dritten Tag Stuhlgang zu haben. Das denken ganz, ganz viele Menschen und sagen, na ja, mit jedem dritten Tag geht es mir eigentlich auch gut. Aber der Körper kann dann einfach nicht jeden Tag sich entledigen dem, was eigentlich alt ist. Das heißt, es ist wichtig, einmal am Tag Stuhlgang zu haben, ein bis zweimal. Und wenn man merkt, nee, eigentlich habe ich nur jeden zweiten oder dritten Tag Stuhlgang oder nee, ich muss eigentlich manchmal so 3, 4, 5 Mal am Tag auf Toilette. Sieht zwar normal aus, aber ist schon relativ oft, dann merkt man, okay, da müsste ich vielleicht mal drauf achten. Und das ist ganz, ganz simpel. Und das ist ganz, ganz einfach. Kann man zu Hause machen, jeden Tag darauf achten, wie der Stuhlgang ist, wie oft der stattfindet. Und damit hat man einen Indiz, ob alles okay ist. Und dann kommt natürlich noch das Thema Blähbauch. Viele Frauen, auch Männer, aber vor allem Frauen leiden darunter und merken, okay, ich wache morgen schon mit einem Blähbauch auf. Wie kann das sein? Ich habe doch in der Nacht, habe ich doch gar nichts zu mir genommen. Oder bemerken, so ab nachmittags wird es irgendwie täglich immer schlimmer mit dem Blähbauch. Das sind so erste Hinweise darauf, dass man sich eigentlich schon direkt um den Darm kümmern muss. Jetzt hast du ja sehr gut die direkten Symptome beschrieben. Also da, wo ich schon für mich merken kann, oh, da stimmt mit meinem Bauch was nicht. So, oder mit meinem Stuhlgang. Da kann ich es ja ziemlich noch relativ lokalisieren, so wie meinem Herz oder der Hand oder irgendwas, wo ich weiß, da stimmt irgendwas nicht. So, und da kann es auch mal ab und zu auftauchen, mal nicht. So, aber der Darm, wenn der nicht wirklich gut
arbeiten kann, dann gibt es ja noch ganz viele andere Symptome, die wir gar nicht so sehr sofort drauf kommen. Oh, das hat was mit meiner Verdauung zu tun oder mit meiner Ernährung, dass ich antriebslos bin oder mental schwach oder traurig bin oder immer gerne weine oder und oder die Haut komisch ist oder vielleicht meine Augen nicht mal so strahlen. So, also darüber würde ich auch ganz gerne ein bisschen reden, weil das sind ja auch Symptome, die wir eigentlich gerne übersehen. Magst du darüber ein bisschen was erzählen? Na klar. Und ich bringe einfach mal immer so ein bisschen Input von Ja, meinen Kunden und sehr Kundinnen mit, gerne, ja. die mir ganz oft sagen, ja, also ich merke einfach, wenn ich sehr viel Stress habe, geht es meinem Darm nicht so gut. Das heißt, ich muss einfach dafür sorgen, dass ich nicht so viel Stress habe. Und dann habe ich bestimmt auch keine Darmprobleme mehr. Was wir hier übersehen ist, dass einem Darm, den es nicht gut geht, dass der auf Stress viel stärker reagiert. Das heißt, hier ist auch der Fokus auf dem Darm. Aber ja, es gibt ganz viele Symptome, die auf den Darm zurückzuführen sind. Also ich habe es schon von mir erwähnt, Angststörungen, Panikattacken, aber auch zum Beispiel ein schlechter Schlaf. Also viele Hormone, Glückshormone auch, aber auch unser Schlafhormon Melatonin werden zum Teil im Darm hergestellt. Wenn es ihm nicht so gut geht, dann läuft natürlich die Synthese auch nicht mehr so optimal. Und es fängt damit an, dass wir einfach mal 2, 3, 4, 5, 6 oder die ersten 7 Tage nicht gut schlafen. Und jeder, der schon mal 7 Tage am Stück nicht gut geschlafen hat, weiß, wie erschreckend es ist, wie schnell die Energie schwindet und dass man in den ersten 7 Tagen super, schon super darauf reagiert und man so denkt, okay, das war jetzt 7 Tage schlechter Schlaf. Also beruhig dich doch mal. Aber das fängt relativ schnell an. Also es geht wirklich von gefühlt einer Woche auf die andere, dass wir uns mental total verändern. Also 7 Tage schlechter Schlaf kann wirklich bedeuten, dass es da schon losgeht, dass wir keine Energie mehr haben und wirklich so einen Tag haben, wo wir auch anfangen, ja, durch den Tag uns zu träumen, gar nicht mehr wissen, was habe ich eigentlich heute gemacht. Der Tag lief so an mir vorbei. Dann kommt schon wieder die nächste Nacht. Dann entstehen Ängste, dass man denkt, okay, kann ich jetzt wieder nicht schlafen? Was ist mit mir los? Und natürlich aber auch Panikattacken aus dem Nichts. Und auch gar nicht, dass man jetzt denkt, okay, ich habe jetzt Panikattacken entwickelt, weil ich hatte mal so ein schlimmes Erlebnis. Da war ich in einem Restaurant und musste ganz dringend auf Toilette und musste dann im Restaurant auf Toilette. Und das war so unangenehm und ich habe Angst, dass es das nochmal passiert, sondern wirklich Panikattacken aus dem Nichts von Menschen, die vorher zu mir gesagt haben, ich war vorher, ich habe das noch nie in meinem Leben gehabt. Ich habe die Panikattacke in einem Moment gehabt, wo ich mich total gefreut habe, war ein total schöner Moment. Das hat überhaupt nicht gepasst. Ich war auch nicht alleine, aber die kam aus dem Nichts. Und das kann tatsächlich durch Darmprobleme entstehen, weil eben ein Teil der Hormone im Darm produziert werden, Glückshormone, aber auch andere, oder auch andere Hormone davon abhängig sind, dass dem Darm gut geht oder dass auch Nährstoffe richtig verstoffwechselt werden, weil wir eben für die Hormone, damit die ordentlich produziert werden können, unterschiedliche Nährstoffe benötigen. Die kommen natürlich über die Nahrung in unseren Körper und sind davon abhängig, dass sie auch gut gespalten werden, verdaut werden, weil sonst einfach alles quasi rausgeht und nicht aufgenommen wird. Und wenn ich jetzt so Sachen habe wie Stimmungsschwankungen, also all das, was du gerade auch erzählt hast, oder auch das noch in den extremeren Bereich geht, wie zum Beispiel Panikattacken, und ich mir denke, okay, dann sollte ich mal schauen, was vielleicht mit meinem Magen oder meinem Darm los ist. Was mache ich dann? Mache ich dann eine Magen-Darm-Spiegelung oder gehe ich erstmal sanfter vor? Also wenn jemand zu dir kommt und solche Dinge erzählt, wie gehst du da vor? Was würdest du als erstes natürlich Ursache, wo hat es begonnen? Aber was würdest du dann tun? Also heutzutage, wenn man jetzt erstmal nicht zu mir kommen würde, sondern zum Arzt gehen würde oder zur Ärztin, wäre der Ablauf wie folgt. Wenn sich das häuft, würde irgendwann Arzt oder Ärztin auf die Idee kommen, natürlich ein großes Blutbild abzunehmen. Höchstwahrscheinlich sieht man aber in diesem nichts und das geht dann wirklich in die Richtung, dass man sagt, naja, dann schauen Sie mal, ob Sie vielleicht eine Laktoseintoleranz haben.
Das ist natürlich schwierig, weil viele Menschen einfach laktoseintolerant sind, wir fast alle. Und das ist nicht der Grund dafür, warum wir auch so, ja, auch warum wir Darmprobleme haben oder uns emotional auch schon unausgeglichen fühlen. Aber das ist so der Weg und den würde ich gerne erklären, damit man sich vielleicht hier auch wiedererkennt oder einfach weiß, was auf einen zukommt. Das geht dann weiter mit einem Fructoseintoleranztest oder dann wird geschaut, ob man auf Gluten reagiert, um wirklich zu schauen, gibt es einfach Intoleranzen oder auch Histamin. Viele Menschen bekommen dann irgendwann ein positives Ergebnis, sagen wir mal, sie reagieren auf Histamin oder Fructose und bekommen dann einen Plan, um diese Lebensmittel wegzulassen. Also wirklich erstmal eine Diät zu machen, so eine Karenzzeit zu haben, um dann das wieder aufzubauen. Was jetzt viele Menschen bemerken ist, sie bemerken, dass wenn sie sich strikt ernähren, dass es ihnen erstmal besser geht, aber nicht 100%. Also sie merken immer, irgendwas ist es noch. Das sind diese Ursachen, von denen ich geredet habe. Und dann, nachdem sie wieder versuchen, die Lebensmittel zu integrieren, merken, okay, das ist es nicht. Und dann kommt der nächste Schritt. Dann denkt man, okay, wir haben jetzt Intoleranzen getestet, das ist es jetzt nicht. Dann kommt so Magen- und Darmspiegelung, die heutzutage sehr gerne einzeln durchgeführt wird. Also man kann eine Magen-Darmspiegelung auch zusammen in einem Abwasch machen, aber oftmals wird das heute getrennt. Ganz selten findet man da etwas. Ich kann niemandem sagen, okay, mach keine Magen-Darm-Spiegelung, das würde ich nie tun. Aber das ist so der medizinische Ablauf. Manchmal sieht man in der Magenspiegelung so eine leichte Reizung der Schleimhäute und sagt, okay, es ist so eine Gastritis, kann unterteilt werden in unterschiedliche Typen. Aber auch das ist meistens nicht die Ursache. Denn ja, wenn es unserem Darm nicht gut geht und wenn wir irgendwie uns ja, eine Ernährungsweise etabliert haben, die uns auch gar nicht so gut tut. Ja klar, dann kann es sein, dass auch die Magenschleimhaut gereizt ist. Auch da denken wir dann, ja, vielleicht habe ich einfach eine Gastritis und muss jetzt vielleicht mit Pantoprazol behandelt werden. Aber auch da ist es oftmals so, dass man keine Verbesserung spürt. Das ist so der Ablauf, den viele Menschen kennen, wenn sie zum Arzt gehen. Und es ist einfach wichtig, dass man das weiß, dass man diese unterschiedlichen Stationen kennt. Wenn man zu mir kommt oder eben zu anderen Coaches, wird es oftmals so sein, dass es erstmal ein ganz, ganz langes Gespräch gibt. Das heißt, ich möchte eigentlich aus den letzten 10, 20, 30 Jahren alles wissen. Und ich stelle ganz, ganz viele Fragen. Und will herausfinden, welche Symptome sind eigentlich vorhanden. Denn manchmal geht im Alltag total unter, welche Herausforderungen man eigentlich hat. Das heißt, die, die am lautesten schreien, bekommen am meisten Aufmerksamkeit. Aber da sind im Hintergrund vielleicht viele, die ein bisschen leiser sind, aber die auch gehört werden müssen. Das heißt, das ist so das, was für mich wichtig ist. Und anhand dieser Herausforderung, Symptome versuche ich zu schauen, was so die ersten Tests sein könnten, die man machen kann. Denn wenn man jetzt diesen Katalog von Intoleranztests, Magen-Darm-Spiegelung einmal abgelaufen ist, dann bekommt man oft die Diagnose Reizdarm. Reizdarm bedeutet, ich weiß nicht, was mit deinem Darm ist, aber offensichtlich ist er gereizt. Aber mit allen Methoden, um zu schauen, wie es deinem Darm geht, sieht man eigentlich nichts. Das heißt, der Darm muss gereizt sein, kann an der Psyche liegen. Das heißt, uns wird jetzt erstmal suggeriert, dass meine Psyche, ich muss mich jetzt um meine mentale Gesundheit kümmern, was auch toll ist. Aber wenn natürlich es eine körperliche Ursache gibt, ist das nicht so richtig, also nicht so vielversprechend, ne? Und ja, also bei mir sind dann ganz viele Menschen, die sagen, okay, ich habe einen Reizdarm, weil sie natürlich vorher bei Ärzten waren und diese ganzen Untersuchungen gemacht haben. Und was ich ganz oft sehe, ist, dass der Grund, warum Menschen einen Reizdarm haben, im Hintergrund eine Dünndarmfehlbesiedlung ist. Auch kurz gesagt SIBO, SIBO, bedeutet, dass Bakterien, die eigentlich in den Dickdarm gehören, jetzt im Dünndarm sind, sind tolle Bakterien und die sollen eigentlich auch wieder in den Dickdarm, weil sie da zu Hause sind, aber sind einfach nach oben gerutscht. Und das ist oft der Grund, warum viele Menschen leiden, Probleme haben, gesagt bekommen, sie haben einen Reizdarm. In einer Magen-Darm-Spiegelung kann man eine SIBO nicht diagnostizieren. Das ist ein Atemtest, den man auch zu Hause machen kann. Und das ist etwas, was ich in den letzten 5 Jahren, 5, 6 Jahren sehr, sehr, sehr oft sehe. So, jetzt musst du aber noch erklären, was dieser Atemtest, den man zu Hause machen kann, wie funktioniert der denn? Kann ich das feststellen?
Es ist eigentlich super simpel. Vor Corona wurde dieser Atemtest tatsächlich auch noch in Kliniken angeboten. Und jetzt nach Corona hat es sich so entwickelt, dass man gesagt hat, naja, so ein Atemtest mit so Leihgeräten, das wollen wir eigentlich nicht mehr anbieten. So dass, wenn man den Test zu Hause macht, einfach quasi ein frisches Testkit bekommt, was vorher noch niemand genutzt hat und da irgendwie sicher gehen kann, dass damit alles in Ordnung ist. Man bereitet sich auf den Test vor, indem man ja eine Woche vorher einfach keine probiotischen Kapseln nimmt. Das ist ganz wichtig zu erwähnen, denn viele Menschen, die Darmprobleme haben, das Erste, was man so nimmt, ist ein Probiotikum. Das muss einfach eine Woche weggelassen werden. 24 oder 48 Stunden vor dem Test gibt es eine bestimmte Ernährungsweise. Das heißt, man isst da vor allem Reis, Hühnchen oder Tofu, trinkt stilles Wasser. Und dann kann man eigentlich morgens starten, nimmt eine kleine Menge Testlösung zu sich, kann das in ein Wasserglas anrühren und pustet dann für 3 Stunden alle 20 Minuten in so kleine Röhrchen, gibt die ab, die werden ausgewertet und dann hat man für sich quasi einen ersten Ansatz, okay, habe ich eine SIBO, habe ich sie nicht? Und ganz oft haben wir da aber schon den ersten Volltreffer. Wow. Wow, cool. Aber man sieht schon, was du gerade beschreibst, finde ich ja wirklich erstaunlich. Man sieht, wenn ich da ein Thema damit habe, beginnt erstmal ein größerer Wanderweg durch alle möglichen Instanzen der technischen Medizin. Und erst dann, wenn ich das alles abgeklopft habe, so, dann mache ich mich vielleicht mal auf den Weg. Und schau mal, gibt es da noch Alternativen? Gibt es da noch Alternativmöglichkeiten? Könnte ich diesen Weg nicht bereits schon parallel beschreiten? Also beides gleichzeitig machen? Absolut. Also das ist eigentlich etwas, so ein SIBO-Test ist so das Erste, was ich heutzutage empfehlen würde, wenn jemand das Gefühl hat, dass er einen gereizten Darm hat. Weil jeder, der schon mal auf eine Magen-Darm-Spiegelung gewartet hat, weiß je nach Region, dass das auch gerne mal 6, 7 Monate dauern kann. Und dann sitzt man da und denkt sich so, und was ist das Nächste? Also ja, das kann man tun. Und das Gute ist ja, man ist da total frei von. Das heißt, man kann dieses Testkit einfach nach Hause bestellen und ist von niemandem abhängig, sondern hat dann wirklich die Möglichkeit, die Zeit aktiv zu nutzen und das vielleicht ja auch schon mal auszuschließen. Und wenn das jetzt so wäre, also der Test positiv ist, was kann man dann machen? Also geht man dann wieder medizinisch ran oder was tut man dann? Ja, also tatsächlich ist die SIBO in der Medizin nicht so besonders bekannt. Das heißt, sie ist anerkannt. Das ist jetzt nichts irgendwie, was jetzt medizinisch nicht anerkannt ist, kommt aber leider in den Lehrmaterialien an den Universitäten noch nicht vor. Das ist eigentlich total tragisch und ist ein Problem, was man einfach lösen kann. Aber so ist es eben. Es kommt in der Lektüre nicht vor und deswegen lernen die jungen Studenten, Studentinnen dieses Thema nicht kennen. Also ich habe tatsächlich auch manchmal Medizinstudenten bei mir im Coaching und die sagen mir, ich habe das noch nie gesehen und ich bin jetzt schon im fortgeschrittenen Semester. Es kam einfach nicht vor. Und so ist es natürlich auch bei Gastroenterologen, die oder Ärzten, die praktizieren, das war einfach nicht Bestandteil des Studiums in dieser Zeit. Und das ist auch erstmal vollkommen okay. Die Dinge haben sich verändert und man weiß einfach, was den Darm angeht. Wöchentlich verändern sich da die Themen und es kommt immer mehr, weil in dem Bereich einfach unfassbar viel geforscht wird. Deswegen ist es der Grund, warum man damit eigentlich ja selten in Kontakt kommt. Genau. Aber jetzt Aber habe wenn ich man dann. es weiß, dann steht man mit dem Resultat da, aber kann ich dann irgendwas Aufbauendes dafür tun? Ja, was wichtig ist, ist, dass man das erstmal von einem Experten, einer Expertin auswerten lässt. Die Tests waren vor ein paar Jahren noch so, dass man eigentlich nur Zahlen gesehen hat. Also man hat da eine Zahl vor sich gehabt oder zwei Zahlen und dachte sich, okay, was bedeutet das? Oftmals sind dann die Personen zum Arzt und der hat gesagt, nee, nee, da ist alles in Ordnung. Jetzt aktuell wurde quasi schon so ein Ampelsystem integriert, also dass man wirklich sieht, rot auffällig, grün nicht auffällig. Ganz wichtig ist aber, das ist ein Test, der läuft über 3 Stunden. Es wird quasi ein Wert gemessen, also eine Zahl, und es wird geschaut, wie sich die Werte erhöhen oder wie die sinken. Also man muss es wirklich auswerten lassen, weil man sonst mit diesen Tests einfach nicht zu 100% viel anfangen kann, weil man gar nicht weiß, was bedeuten jetzt die Zahlen. Sind die jetzt sehr hoch? Sind die
einigermaßen niedrig. Was muss ich da machen? Denn natürlich muss man dann auch individuell das Ganze angehen. Also meine Empfehlung ist da einfach in dem Bereich eine SIBO-Expertin ansprechen, sagen, hey, kannst du den Test für mich auswerten? Kannst du mir da erklären, was das erstmal bedeutet, damit man dann auch in dem Gespräch herausfindet, okay, welche Optionen hat man denn jetzt eigentlich? Und das ist ganz wichtig, denn viele Menschen machen heutzutage sehr, sehr viele Tests, Darmmikrobiom-Tests, Blutuntersuchungen, unterschiedliche Stuhluntersuchungen und haben wirklich so Riesenordner zu Hause mit ganz vielen unterschiedlichen Tests, können damit persönlich aber gar nichts anfangen. Und für mich ist es sehr wichtig, dass Menschen einfach verstehen, was sie da haben, damit sie selbst einfach auch Verantwortung übernehmen können. Wir kennen das alle. Wir machen eine große Blutuntersuchung, rufen dann beim Arzt an, sagen, hey, ist denn alles in Ordnung? Der Arzt sagt uns, ja, ist alles in Ordnung. Wir fragen auch nicht nach den Tests oder sagen, ich möchte das gerne auch in meinen Unterlagen haben. Und Ärzte haben aber einfach heutzutage, also das ist auch kein einfacher Beruf. Also 30, 40, 50, manchmal 60 Leute am Tag zu sehen. Und dann das Labor, man bekommt dann, wir kommen, die Praxen bekommen teilweise an einem Tag 50 Ergebnisse von Blutuntersuchungen. Die müssen alle eingeordnet werden, die müssen alle sortiert werden, in die richtige Akte gepackt werden. Da kann schon mal was schiefgehen. Also manchmal schaut man sich dann das Ergebnis von Frau Müller an, redet aber gerade mit Frau Schmidt. Deswegen, es ist für einen immer selbst super wichtig, Verantwortung zu übernehmen, selbst die Zahlen zu sehen, zu verstehen, was bedeutet das Ganze. Deswegen würde ich so einen Test immer auswerten lassen. Und bei uns im Team läuft das Ganze tatsächlich auch kostenlos ab. Also das sind kostenlose Gespräche, damit Leute etwas in der Hand haben, weil ich das natürlich auch noch von mir kenne, wie sich das angefühlt hat, immer so ein bisschen hin und her zu springen und keine Ahnung zu haben, was jetzt eigentlich der Weg ist oder was das Ganze bedeutet. Ich würde noch ganz gerne ein bisschen noch mal so ein bisschen zurückkommen, weil du bist ja auch Ernährungscoach, oder? Und was ist denn ganz doof zu essen? Also, wo kann man so von vornherein schon sagen, du, ich weiß, das machst, isst du auch? Bei manchen wissen wir es ja, bei Coca-Cola oder bei Chips oder so wissen wir ja, also das tut mir nicht gut. Man macht es dann trotzdem. Also, was gibt es denn, wo du sagst, das ist eigentlich ein No-Go und das bitteschön, du weißt, das ist nicht gut, mach selten. Und was wäre, wo man sagen kann, das auf jeden Fall. Und um noch zu ergänzen, das wäre in der Früh gut und das am Abend oder umgekehrt gar nicht. Ja, also das, was so ganz simpel ist, und da werden sich auch viele ja wiederfinden, ist ganz klar und ganz einfach, wieder ganz simpel, wir trinken viel zu wenig stilles Wasser. Definitiv. Also das ist etwas, Okay, warte. das sehe ich immer wieder. Wir trinken zu wenig Wasser. Es sollten wirklich natürlich vom Gewicht auch abhängig, aber standardmäßig 2 bis 3 Liter sein, weil alles, was darunter ist, ist einfach nicht gut für den Körper. Wir essen zu viele Kohlenhydrate, zu viel Zucker, das ist auch ganz klar. Ich bin niemand, der sagt, okay, Kohlenhydrate gehen gar nicht oder Zucker geht gar nicht. Auch da also verzichte ich nicht zu 100% drauf, aber das essen wir zu viel. Und da ist es wirklich wichtig, dass man so ein bisschen auf Portionsgrößen achtet, also wirklich eine Handvoll Kohlenhydrate und nicht das Gericht quasi, das Gericht besteht aus denen, sondern ist einfach ein kleiner Bestandteil. Das ist super wichtig. Aber tatsächlich heutzutage, wir haben schon darüber geredet, es sind einfach nochmal andere Herausforderungen, die wir haben. Das heißt, im Grunde geht es da jetzt gar nicht so sehr um diese Standards zu sagen, okay, das Erste, was ich mache, und da mache ich noch gar nichts für meine Ernährung, sondern das Erste, was ich mache, ich versuche jetzt erstmal 2 Wochen am Stück 2 bis 3 Liter zu trinken. Das kann schon einen Riesenunterschied machen. Und dann zu sagen, okay, jetzt achte ich mal darauf, wie viel Zucker ich am Tag zu mir nehme, versuche die Kohlenhydrate gerne zu integrieren, aber eine Portion, eine Handvoll und nicht mehr. Und beim Zucker wirklich zu schauen, was gibt es für Alternativen, weil wir sind ja an den Zuckergeschmack gewöhnt. Das heißt, wir können jetzt nicht sagen, okay, ich will ab jetzt keinen Zucker mehr, weil der Körper oder ja, diese Routinen, die wir haben, wenn wir Süßes essen, das ist etwas, was das Gehirn abspeichert als Routine, quasi wie ein Pfad, der in unserem Gehirn hinterlegt ist und das fordert es ein. Wir können also nicht von heute auf morgen sagen, nee, ab heute kein Zucker mehr, sondern unser Körper ist ziemlich schlau und wird Wege finden, dass wir das trotzdem aufnehmen. Das heißt, irgendwelche Alternativen müssen wir schaffen. Und es fängt wirklich damit an, dass man erstmal schaut, okay, welche Süßigkeiten esse ich und wie könnte ich sie gesund ersetzen, weil wir heutzutage natürlich die Möglichkeit haben, mit ganz vielen gesunden Riegeln,
alternativen Chipsorten erstmal damit anzufangen. Und das fühlt sich schon anders an und als Herausforderung ist aber nur der Anfang. Und dann zu sagen, okay, mit was könnte ich denn süßen? Gibt es alternative Süßungsmittel? Ist für mich Xylit das Richtige? Erythrit? Oder mache ich mal, versuche ich einfach mal mit Stevia zu arbeiten oder nehme ich Datteln und Bananen? Und das ist quasi der Anfang. Und in die Richtung sollte es gehen, bevor man sagt, okay, ich mache jetzt die Zucker-Challenge, weil das würde ich auf gar keinen Fall empfehlen. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, es gibt so ein paar Lebensmittel, die würde ich einfach aus meiner oder die streiche ich aus meiner Ernährung und das macht schon ganz viel aus, ist aber jetzt ein bisschen detaillierter. Und zwar geht es da um Inhaltsstoffe, findet man immer auf der Zutatenliste. Das heißt, niemand ist jetzt in der Situation, dass er sich denken muss, okay, das finde ich ja gar nicht, wie soll ich mir da jetzt ja, helfen? Glutamat, also Geschmacksverstärker, Hefeextrakt, ist in super vielen Lebensmitteln, auch veganen Lebensmitteln und geht einfach gar nicht. Und dann eine Sache, von der vielleicht noch nicht alle gehört haben, aber Glucose-Fructose-Sirup gibt es in der EU noch nicht ganz so lange, war ganz lange nicht erlaubt, kommt aus Amerika. In Amerika hat man gemerkt, nach Einführung dieses Süßungsmittels haben immer mehr Menschen einen Reizdarm oder einen gereizten Darm bekommen und ist wirklich hat dramatisch zugenommen. Und das ist in Deutschland auch passiert. Deswegen habe ich gesagt, in den letzten 4 bis 5 Jahren ging es so richtig los, Einführung von Glucose-Fructose-Sirup. Und der wird oft zum Süßen benutzt, ist oft in Eis drin, aber in ganz vielen süßen Lebensmitteln wie Backwaren, die einfach frisch und saftig gehalten werden müssen oder in ja einfach Soßen. Und das ist etwas, das macht einen Riesenunterschied, wenn man anfängt, schon mal zu achten, okay, ich will kein Hefeextrakt mehr, ich will keine Geschmacksverstärker mehr, kein Glutamat, kein Glucose-Fructose-Sirup und darauf achte ich erstmal. Und weil das in so vielen Lebensmitteln ist und vielen, bei denen wir gar keine Ahnung haben, weil wir vielleicht nicht auf die Zutatenliste schauen, macht das schon einen großen Unterschied bei diesen ja, paar Inhaltsstoffen, also wenig und viel Ertrag. Und das ist so meine Devise, wirklich da anzufangen, wo man weiß, das hat einfach einen Riesennutzen. Also schon mal ein super Einstieg. Und vor allem auch dein Hinweis, also es erstmal 2 bis 3 Liter Wasser zu trinken, ist wirklich schon eine Challenge. Das muss man schon sagen. Also ich habe ja auch mal eine lange Phase gehabt, wo ich mal 2 Flaschen mir hingestellt habe. So, und es war immer wirklich schwierig, die auch wirklich leer zu bekommen. So, man ist dann in der Früh, hast du noch irgendwie, und dann gibt es Stunden, wo du alles vergisst, und dann denkst du um 18 Uhr, ach mein Gott, da ist noch eine ganze Flasche da. So, also das ist, bis das zur Routine wird und zur Gewohnheit, das dauert. Am Anfang ist es wirklich, man muss sich ständig daran erinnern. Ich hatte dann eine Uhr, die dann jede Stunde bimmelte, wo ich wusste, jetzt ein volles Glas Wasser trinken. Und das hat dann ganz gut funktioniert. Also wir brauchen da auch tatsächlich gedankliche Unterstützung, dass wir das tun. Und auch das, was du jetzt gesagt hast über die Fructose und so, das ist also einmal ja, Bioladen finde ich sowieso eigentlich schon fast ein Muss. Lieber weniger, aber dafür gutes Essen. Und ja, wenn wir uns mal überlegen, wie viel wir uns mit Sachen beschäftigen, die eigentlich gar nicht so wichtig sind für unser Leben und so wesentlich, dann ist es schon mal ganz gut, mal ein bisschen die Zutatenliste anzuschauen und zu sagen, ach so, nee, das nicht, damit wir eine neue, andere Routine der Entscheidungen treffen. Wenn ich dann wieder in den Laden gehe, weiß ich, ah, dieses Lebensmittel ist gut und dieses nicht. Und auch ganz wichtig zu schauen, wenn ich es gegessen habe, wie fühle ich mich denn danach? Geht es mir eigentlich? Habe ich ein Völlegefühl? Ist es zu viel? So, das ist immer ganz wesentlich, was wir eigentlich auch ganz selten tun. Aber du hast schon mal einen super schönen Einstieg gesagt dazu. Da gibt es denn Sachen auch, wo du sagen würdest, ja, die bitteschön ab so und so viel Uhr, weil du hast ja auch auf deinem Instagram-Account, den ich richtig toll finde, unglaublich informativ. Also wer Lust hat, da mal raufzuschauen, erfährt man richtig viel. Da hast du ja auch die innere Organuhr, die ja sozusagen, kann ich mit der persönlich auch was anfangen, wenn ich merke, ah, um so und so viel Uhr wache ich immer auf, dann liegt es wohl an diesem Organ oder so. Magst du noch ein paar Sätze dazu sagen? Na klar, also du hattest auch noch gefragt, wie man den Tag starten Oh kann ja, mit bitte, ja, welchen genau. Und beenden. Lebensmitteln. Wie lange darf ich noch was essen? Genau. Entschuldige. Ja, also
Es gibt viele Menschen, die den Tag starten mit Zitronenwasser, also stillem Wasser, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Himalaya-Salz mit drin, oder es gibt auch ein Supplement, bekommt man auch gut, nennt sich Trace Minerals, ist quasi ein ganz natürliches Mittel aus einem See, also mit ganz natürlich, mit einer natürlichen Zusammenstellung von unterschiedlichen Salzen und Mineralstoffen. Das kann den Stoffwechsel schön ankurbeln. Achtsam müssen einfach die sein, die auf Histamin reagieren, die merken, sie haben eine gereizte Magenschleimhaut, dann funktioniert das natürlich mit Salz und Zitrone jetzt nicht so super morgens. Was ich zu Beginn empfehlen kann, ist, dass man morgens anfängt, einen Ballaststoffpulver zu sich zu nehmen. Wenn man merkt, dass man im Alltag es einfach nicht schafft, genügend Gemüse einfach einzubauen, weil dann fehlt es dem Körper an Ballaststoffen. Da würde ich sowas wie Akazienfasern integrieren, einfach ins Wasser rühren und trinken. Wenn man merkt, dass man darauf reagiert, also zu Verstopfung dann neigt oder Durchfall bekommt, auch da achtsam sein, weil dann muss der Darm einfach nochmal genauer fokussiert werden. Ja, bei den Lebensmitteln ist es ganz unterschiedlich. Was ich wirklich empfehlen würde, zu Beginn einfach mal darauf zu achten, ob man wirklich also Rohkost, zum Abendessen überhaupt noch verträgt. Oder ob dann vielleicht der Stoffwechsel schon so runtergefahren hat, dass die einfach nicht mehr richtig gespalten werden und es wirklich dann im Darm rumort. Das ist so das Erste. Aber auch da hängt es davon ab, von der individuellen Leistung. Also wenn es dem Darm wirklich gut geht, dann gibt es gar nicht so viele Herausforderungen, die man hat, dass man sagt, okay, man müsste jetzt ab einer bestimmten Uhrzeit wirklich sehr stark auf die Proteine achten, sondern es ist eigentlich eine Phase, die schon zeigt, irgendwie nimmt der Stoffwechsel zu einer bestimmten Uhrzeit ab, macht er auch auf natürliche Art und Weise, aber da kann man natürlich den Darm unterstützen. Es gibt ja auch so das Thema, Kohlenhydrate, ist es abends noch okay? Eigentlich ja, weil Kohlenhydrate so ein bisschen die Temperatur im Körper verändern und auch so ein wohliges Gefühl fördern, sodass wir dann auch gut in den Schlaf finden. Das war ja auch mal ja quasi so eine Information zu sagen, okay, abends keine Kohlenhydrate mehr, gerade wenn man abnehmen möchte. Das würde ich nicht empfehlen. Was ich ganz wichtig finde, ist, dass man wirklich 2, 3 Stunden wartet, bis man ins Bett geht. Also, dass das Abendessen wirklich zu einer Uhrzeit stattfindet, wo man dann sagen kann, okay, ich habe jetzt auch noch 3 Stunden und gehe dann erst ins Bett. Aber auch da bin ich total frei von diesen Informationen, die immer noch im Netz herumkursieren, dass man sagt, okay, ab 18 Uhr nichts mehr essen oder ab 19 Uhr nicht. Letztendlich merken wir gar nicht, wie frei wir eigentlich von solchen Themen sind, wenn es unserem Darm erstmal gut geht. Dass das gar keine Rolle spielt und dass wir uns mit diesen Richtlinien oder Tipps eigentlich nur über Wasser halten, mit einem System, was uns eigentlich zeigt, hey, ich funktioniere schon nicht mehr richtig, jetzt hör doch auf, solche da Sachen mit einzubringen, sondern kümmere dich doch um mich. Ja, und bei der Organuhr ist es so, dass ich oft bemerke, dass Menschen, also in der Anamnese auch, dass mir oft gesagt wird, hey, ich wache immer um 3 Uhr auf. Immer um 3 Uhr morgens oder ich wache immer um 4 Uhr morgens auf. Und da ist es wirklich sinnvoll und da kann man natürlich auch bei uns sich den Post anschauen, zu gucken, okay, für welches Organ würde das denn am sprechen? Und es gibt jetzt wirklich viele Menschen, die sagen, oh, schon wieder so jemand, der mir solche Sachen erzählt. Das ist für mich alles Hokuspokus. Was ich da sagen kann, ist, für uns war vor 30 Jahren war es noch riesen Hokuspokus zu sagen, dass in unserem Darmmikrobiom unser Immunsystem steckt und dass es mehr ist als einfach nur auf Toilette gehen und sich entledigen. Vor 30 Jahren wurde man da ausgelacht. Nein, der Darm, das bedeutet einfach nur, dass altes, verstoffwechseltes rausgeht. Das ist unser Darm, einfach nur der Weg nach draußen. Bis man gemerkt hat, um Gottes Willen, da steckt eigentlich unsere ganze Gesundheit. Das geht ja wirklich von Tag zu Tag, bekommt man immer wieder neue Studien und Untersuchungen und Informationen. Oh mein Gott, das macht der Darm, das macht der Darm. Da haben wir die Möglichkeit zur Prävention. Und so ist es auch bei solchen Themen. Natürlich sind die noch neu und natürlich basieren sie aber auch auf Jahrtausenden an Jahren Informationen, ayurvedische Medizin, traditionell chinesische Medizin. Aber es ist noch nicht alles so belegt, wie es jetzt losgeht im Bereich Darmmikrobiom. Hat aber manchmal einen riesen Input, wenn es darum geht, den Körper verstehen zu wollen. Und darum geht es ja, seinen Körper zu verstehen und vielleicht auch mal nach rechts und nach links zu schauen und nach Ansätzen zu gucken, die das vielleicht erklären. Und ja, ich würde auch vorsichtig sein, wenn es zu spirituell wird, weil das natürlich auch viele Menschen, und ich kenne das auch von mir, catcht, die einfach in Situationen sind, wo es oder
ja einfach in gesundheitlichen Situationen geht, wo es ihnen einfach nicht besonders gut geht, ne? Dann ist man für alles dankbar. Aber das sind so Themen, da dürfen wir auch offener sein. Ja, das Wundervolle ist ja, du hast ja auch gerade beschrieben, dass wir werden ja immer offener und bewusster dafür. Wahrscheinlich auch, weil wir es müssen, weil wir gezwungen werden. Du hast auch wunderbar die Geschichte der Wissenschaft beschrieben. Genauso ist es, was wir noch nicht erforscht haben, gibt es gar nicht. Das darf gar nicht sein. Und dann Jahre später, wenn wir es dann plötzlich erforscht haben, dann ist es unsere neue Entdeckung und Erfindung und nicht, ah ja, das haben die schon vor Jahren gesagt, da haben wir uns geirrt. Nein, die Wissenschaft irrt sich nie, die entdeckt dann nur neu. So, und deswegen, das stimmt, wir haben ein ganz enormes Wissen, auch historisch gesehen schon, auf Jahrtausende zurück. Auch die ganze chinesische Medizin ist ja voll damit, die erst noch belächelt wird und dann Schritt für Schritt holt die Wissenschaft das ein. Mich würde noch interessieren, du hast gesagt, ja, spät essen, ja, das ist je nachdem, wenn du 3 Stunden noch wach bist, aber wir essen ja teilweise auch nachts oder spät abends Dinge, die uns ja wahrscheinlich gar nicht gut tun. So die nächtliche Schokolade oder die Chips dann irgendwie vom Fernseher, die ich halb unbewusst esse. Wie siehst du denn das? Ich sehe das so, dass es erstmal je nachdem, woher man kommt. Also, wenn man das wirklich über mehrere Jahre etabliert hat, dass man Chips abends isst oder Schokolade abends isst oder Gummibärchen, dann geht kein Weg daran vorbei, erstmal mit Alternativen anzufangen. Es ist nicht möglich. Man strapaziert einfach damit wirklich sein Gehirn und seine Energie, wenn man sagt, hey, ich mache das nicht, und ich gehe jetzt von 0 auf 100 und ich will das weghaben, weil manchmal belastet das auch Menschen, ne? Dass sie einfach bemerken, eigentlich will ich das doch gar nicht, weil ich wirklich weiß, es ist nicht gesund, aber ich habe einfach so Lust darauf. Also es ist teilweise auch belastend, aber viele versuchen dann eben zu sagen, okay, jetzt mache ich einfach mal so eine Kur und versuche wirklich, ich sag mal, 100 Tage darauf zu verzichten, machen das. Aber das ist nicht besonders nachhaltig, weil ich vergleiche es immer mit folgendem Beispiel. Wenn man einmal im Jahr 4 Wochen am Stück Sport macht, dann hat das keine gesunde Auswirkung auf das ganze Jahr. Und so ist es auch bei solchen Kuren, wenn es um Zucker und Snacks geht. Wenn man das einmal im Jahr macht, das ist dem Körper am Ende des Jahres egal. Das heißt, man muss wirklich eine Möglichkeit finden, gesunde Dinge zu etablieren, die dann vielleicht auch mal wieder wegfallen und man isst dann doch ein Stück Schokolade. Aber man hat sie einfach für die anderen Zeiten, wo man sagt, nee, nee, ich mache das nicht mehr mit der Schokolade. Jetzt fange ich erstmal an und trinke hundertprozentige Schokolade abends ohne Zucker. Mach vielleicht ein bisschen Zimt rein oder andere ayurvedische Gewürze, um dann nochmal die Verdauung anzuregen. Und dann habe ich schon meinen schokoladigen Geschmack. Und das ist so meine erste Variante. Vielleicht mache ich das nicht jeden Tag, aber ich versuche das jetzt mal zweimal in der Woche zu integrieren. Und so fängt das Ganze an. Es ist nicht radikal. Es fängt nicht damit an, dass wir sagen, weg damit, will ich nicht. Und bei Chips ist es so, dass man eben anfängt zu sagen, okay, was für eine Alternative könnte ich auswählen? Gibt es vielleicht Saatenchips, die ich selbst machen kann oder kaufen kann und die ich abends gut vertrage? Und dann fängt es erstmal damit an, weil der Körper will etwas. Der will etwas essen, der ist es gewohnt, da muss man sich keine Uhr stellen. Das wird auf magische Art und Weise immer zur gleichen Zeit wird man diesen Trigger bekommen. Ich will was essen, ich will was essen. Da muss man nichts für planen. Man muss sich Alternativen schaffen. Und es fängt mit solchen Dingen an, dass man wirklich anfängt, gesündere Alternativen einzukaufen oder herzustellen und die dann zu konsumieren. Ja, man konsumiert dann auch etwas, es fällt nicht weg, aber manchmal geht kein Weg daran vorbei. Du machst da richtig gute Laune und Freude auf Veränderung. Das finde ich ja schön. Ja. Weil meistens denken wir immer, es muss ein Hauruck-Verfahren sein. Auch Diäten oder so sind ja auch gar nicht wirklich so gesund, wenn man so eine Zwangsdiät macht. Mich würde noch interessieren, wie du den Rauchen und Alkohol siehst, auch für unsere Gesundheit in den Darm. Also ich rauche gar nicht und trinke gar keinen Alkohol und sehe das tatsächlich sehr kritisch. Also Rauchen, ich glaube, eigentlich darüber müssen wir nicht reden. Also das ist wirklich, kann ich nicht empfehlen, kann es aber nachvollziehen. Ich habe mal eine Zeit lang geraucht und ich kann es nachvollziehen, warum man es tut. Und ich finde das auch wichtig, dass ich diesen Blick darauf auch habe und sage nicht, was ist das für ein Quatsch, warum machst du das, irgendwie Rauch einzuatmen, was für ein Unsinn. Das ist ja klar, also es hat irgendwie seine Berechtigung im Sinne von, man muss irgendwie auch nachvollziehen können, dass das Menschen triggert, weil mich hat das eine ganze Zeit auch getriggert. Aber es
für ein gesundes Leben geht es einfach nicht. Also ich habe natürlich auch Menschen manchmal bei mir, die sagen, hey, ich ernähre mich schon total ausgewogen und ich sehe das auch, aber ich rauche 5 Zigaretten am Tag. Denke ich, das ist der falsche, also das ist die falsche Reihenfolge. Und Alkohol finde ich ein super, super schwieriges Thema, weil das einfach natürlich auch in der Corona-Pandemie, aber auch schon vorher zugenommen hat, dass einfach das so als normal angesehen wird, als okay angesehen wird, mehrmals in der Woche Alkohol zu trinken, ob das jetzt schon zum Frühstück ist, wenn man mit Freundinnen essen geht oder wenn man mal einen Abend mit dem Partner hat und ausgehen kann. Und das ist ja nur eine Besonderheit, dass man sich mal zu zweit ohne Kinder diesen Abend gönnen kann und dann kann man ja auch Alkohol trinken. Ich finde den Blick darauf echt richtig, richtig schwierig und gefährlich. Ich finde es schön, dass der Trend zunimmt, dass man beispielsweise Bier auch einfach, dass da einfach viele unterschiedliche Marken gibt, die alkoholfreie Sorten anbieten, also auch wirklich 0,0. Das finde ich schön und das nimmt auch immer mehr zu, dass sich das wirklich etabliert hat. Aber ich finde diese Entwicklung extrem erschreckend und ich sehe natürlich, wie viel Alkohol konsumiert wird, auch in den Food-Trackings und das ist erschreckend, also so erschreckend. Und weil ich so lange schon kein Alkohol trinke, verliere ich dann auch das Gefühl dafür, warum. Ich verstehe es tatsächlich nicht mehr. Und kann es echt super schlecht nachvollziehen. Aber das, was ich sehe, ist, dass es wirklich wieder so zunimmt und ein wahnsinnig gefährlicher Trend ist. Aber natürlich diese Braukunst und die Weingüter und es hat ja natürlich auch irgendwas Schönes, ne? Wenn man denkt an Frankreich, an Italien, an Spanien, an die Weinreben und auch dieses Handwerk und aber der Konsum an sich wieder zunimmt, finde ich sehr, sehr, und ich kann es noch mal wiederholen, wahnsinnig erschreckend. Ja, weil das ist ja, Alkohol ist dann für viele der Trostspender und Taubmacher, aber auch dann die Form von Geselligkeit. Und du hast es auch super gesagt, in der Tat, es gibt unglaublich viele, es gibt ja inzwischen auch Wein 00, also auch der richtig gut schmeckt. Also ich war jetzt gerade beim Medicine Festival und da war das ganze Festival war nur alkoholfrei. Aber man bot dann eben Weine auch an und Bier und so, aber eben alles Zero Alkohol. Und auch die Weine, der Chardonnay, schmeckte toll, schmeckte richtig toll. Und man hatte die gleiche Geselligkeit, mit den Menschen zusammenzusitzen. Das ist ja auch immer so ein Ritual, wo man einfach die anderen trinken Alkohol, man hat ein Wasser, dann ist das Wasser langweilig. Aber ja, man kann tatsächlich in der Tat alkoholfreien Wein trinken oder alkoholfreies Bier und das schmeckt inzwischen. Das ist nicht mehr so, wo man früher sagt, das ist ganz anders, sondern es ist wirklich gut. Und ich habe es deswegen angesprochen, weil gerade es wirklich so ein gesellschaftliches Thema ist, was gerade wieder zunimmt, das stimmt, und das wirklich alles andere als förderlich für unseren Darm ist und noch weniger für unsere Leber. Ich habe jetzt wieder kurz ein langes Interview gelesen, auch über die Leber, dass Alkohol bitteschön gar nicht, aber 3, 4 Kaffee schon eher, das ist ganz förderlich für die Leber, aber Alkohol bitte nicht. Also Alkohol ist wirklich für uns nicht gerade erträglich. Aber wie gehst du damit jetzt um, wenn jemand kommt und sagt, das ist aber schwer für mich, darauf zu verzichten? Also ich bin da sehr achtsam. Ich hatte da mal ein Beispiel mit einer Kundin, die dann wirklich einfach den Auftrag erstmal hatte, mehrere Wochen darauf zu verzichten. Es war quasi im Hintergrund ein Test und ich wollte eigentlich nicht wissen, wie die Wochen für sie sind, sondern wie sie darauf reagiert, wenn die Wochen rum sind. Und das war erschreckend, weil sie gesagt hat, ja, ich habe es geschafft und jetzt kann es wieder losgehen. Ja, das typische Diät, ja. Genau, und das ist einfach. Also das hat mich sehr, sehr, sehr erschrocken und hat mir auch gezeigt, in welche Richtung das geht. Was für mich da eher wichtig ist, zu schauen, was hat das für mentale, emotionale Gründe. Also bei mir in den Coachings, ich bin nicht alleine, ich habe eine tolle Academy mit vielen Expertinnen, die also Psychologin auch, mentale Coaches, Selbstliebe-Coaches, die da dann tolle Arbeit leisten und das Warum da eine große Rolle spielt. Denn es geht, wie du gesagt hast, nicht mehr nur um den Geschmack. Das ist nicht mehr, das kann man heutzutage tatsächlich nicht mehr sagen. Auch was Cocktails angeht, es gibt tolle alkoholfreie Varianten. Das ist also nicht mehr das reine Thema. Natürlich, wenn jemand wirklich in dem Bereich arbeitet, als Sommelier und wirklich viel Hintergrundwissen hat und wahnsinnige Unterschiede kennt, das kann man ja auch mal machen.
Aber wenn man mehrmals in der Woche Alkohol trinkt, es geht nicht mehr um den Geschmack, sondern es hat einfach einen anderen Grund. Manchmal liegt der Grund auch in der Vergangenheit, der Umgang von den Eltern mit Alkohol, aber auch andere Themen, wie du es auch schon erwähnt hast, Emotionen, Trostspender. Und das ist die Arbeit dann gar nicht mehr von mir, sondern von meinen anderen Coaches, die im Bereich Emotionen, mentale Gesundheit einfach alles geben. Also, das ist ein unglaublich umfassendes, großes Thema. Und die Stunde ist ja jetzt verflogen wie nichts. Und wir haben noch gar nicht über die Leber gesprochen. Also, wir müssen noch mal eine eigene Sendung machen, weil die finde ich ja genauso unglaublich umfangreich und wichtig zu wissen, wie merke ich eigentlich, wenn meine Leber nicht in Ordnung ist, woran spüre ich das? Und weil das merke ich ja lange, lange, lange nicht. Da, Richtig. da Darm habe ich ja schon 10-mal gemerkt, aber die Leber rührt sich immer noch nicht. Aber ich bin schon längst in der Fettleber oder vergrößert oder so. Und deswegen, da müsste man eine eigene Sendung nochmal machen, weil es mich unglaublich interessiert. Aber jetzt erzähl mal bitte unbedingt, weil wo findet man dich? Ich habe schon Instagram so ein bisschen angedeutet, dass ich ja richtig toll finde, deinen Instagram-Account. Also wo findet man dich? Wie kann man zu dir kommen? Und ich sage es auch gleich, alle Links sind natürlich auch jetzt unter dem Video, was du jetzt beschreibst. Genau, also mein Unternehmen heißt Karma Gut, also Karma im Sinne von tue Gutes, erhalte Gutes und Gut bedeutet im Englischen eben, also bedeutet Darm. Also meine Herangehensweise ist, wenn wir unserem Körper, unserem Darm Gutes tun, dann erhalten wir auch Gutes zurück. Auf der Website findet man mich. Ich bin immer noch ein totaler Freund von einem ersten Gespräch, in dem man erstmal komplett frei ist, also einem kostenlosen Gespräch. Ich will die Person erstmal kennenlernen. Ich halte tatsächlich von der Strategie nichts, dass jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich möchte ein Coaching bei dir buchen, sondern ich möchte, dass man sich sympathisch ist, dass ich auch wirklich weiß, ich kann hundertprozentig helfen, denn ich war ja auch die, die lange Zeit wirklich Hilfe benötigt hat. Also nicht nur die, die gecoacht hat, sondern die wirklich die Hilfe benötigt hat. Und bei mir, die Strukturen sind wirklich so aufgebaut, dass ich einfach erstmal die Person kennenlernen möchte. Das heißt, man kann ein kostenloses Erstgespräch buchen. Man kann natürlich auch einen ersten Einblick über Instagram von mir bekommen. Ich habe vor ein paar Jahren die Darmwissen-Community gegründet. So heißt auch, also Darmwissen ist der Instagram-Account, um einfach Informationen weiterzugeben aus unserem Praxisalltag auch, damit man einfach selbst auch für sich schon mal ja, vielleicht Lösungen oder Ansätze findet. Genau, und das ist so, wie man mich findet, wie so die ersten Kontaktpunkte sein könnten. Und ja, also ich biete vor allem Online-Coachings an. Auch da ist wieder meine persönliche Erfahrung, gerade wenn man Darmprobleme hat, das Letzte, was man möchte, ist einfach irgendwo hinfahren, dann eine Stunde irgendwo sitzen, vielleicht an dem Tag einen richtig schlechten Tag zu haben und Angst zu haben, auf Toilette zu müssen. Deswegen ist vieles bei mir online und das entlastet wirklich ganz viele Kunden auch, weil wir da natürlich auch dadurch die Möglichkeit haben, Kunden zu betreuen, die in München sind, aus Österreich kommen, aus der Schweiz kommen, die einfach für sich da in dem Bereich, in dem speziellen Gebiet Unterstützung suchen. Super, super. Also du bist das Paradebeispiel, wie man aus der eigenen Leidensgeschichte eine Erfolgsgeschichte machen kann und Hilfestellung geben kann für ganz, ganz viele Menschen. Raphael, das war ein wundervolles Gespräch, Ebenfalls, weil da fand ich vor super. allem für ein Thema, das wir gerne vermeiden, uns zu betrachten. So, und ich hoffe wirklich, dass wir bald noch ein zweites Gespräch führen, wo wir nochmal Absolut. tiefer reingehen über die Leber. Jetzt erstmal vielen, vielen Dank und alle Links findet ihr unter diesem Video und freue mich total, dass ihr die ganze Stunde dabei geblieben seid. Und ja, der Darm letztendlich, die Liebe geht durch den Magen, sagen wir, und vieles schlägt uns auf den Darm und deswegen ist es ganz wichtig. Vielleicht beginnen wir unsere neue Erfolgsgeschichte damit, indem wir unserem Darm mal richtig den Stellenwert geben, den es verdient. Vielen Dank, liebe Raphael. Dankeschön.